Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Mars Effect. Bitte? Ganz ruhig. Wir machen jetzt unser Türchen hier auf und gucken mal, ob da der Affe mit dem Modul hinter ist. Dieser Affe. Affenjunge. Der hat es anscheinend nicht. He dropped the data module. It is a miracle. The data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. Ja, haben wir den Affen gefunden, ne? Wuhu! Ja, gut, dass ich hier reingegangen bin, ne? Gut, dass ich hier reingegangen bin. Auch wenn ich es nicht vorgehabt habe. Aber ist okay. Nein. Es sind Geth anwesend. Okay. Das war nicht der einzige. Komm, wieder an die Ecke. Wow, Garrus. Da Fuck. Alter. Das war krass. Das war krass. Okay. Nicht mitgerechnet. Wann hast du das letzte Mal gespeichert, Junge? Komm, Affenjunge, bitte. Wo bin ich? Nee. Ganz am Anfang. Okay, das müssen. Na, alles nochmal von vorne. Affenjunge. Ich hätte in dem Moment, wo ich Gegner gesehen habe, einfach direkt speichern müssen. Bist du einfach so instant. Mann. Kann ich nicht einstellen, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Haus oder sowas betrete und eine Tür öffne, einfach so instant speichere? Gibt ja sowas wie Quicksave, ne? Aber ich weiß natürlich nie, wo dieser Knopf ist. Komm, dreh dich um. Ich weiß natürlich nie, wo dieser Knopf ist. Das ist natürlich unpraktisch. Möchte ich meinen. Unpraktisch. Ein Level 1 Hazard. Okay. Schups. Komm, wir sind doch gleich da. Dann darf ich diese ganze Gemsen-Mission nochmal machen. Mann, warum speichere ich eigentlich nie am Ende von Episoden? Warum, wenn ich direkt weiß, dass ich die nächste noch aufnehme, speichere ich halt irgendwie nie? Das hätte ich, muss mir das angewöhnen. Ich muss mir einfach angewöhnen, häufiger zu speichern. Nein. Alter. Ich will eigentlich, wenn ich aus dem roten Bereich rausfahre. Ich glaube, dann sterbe ich einfach nur. Miserabel. So. Da sind wir aber schon. Das Artefakt. Und ja, da geht auf jeden Fall eine grüne Leiste hoch. Cover Artefakt. Bam. Gemacht. Gut, ich sollte es vielleicht nochmal hier examinen. Nur falls es sonst irgendwie nicht in irgendein Logbuch oder sowas aufgenommen wird. Weiß ich ja nicht. Einfach nur nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Dann kommen wir jetzt zu dem. Und gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Na? Jupp. Das läuft. Würde mich interessieren, wird der Affe, ob das random bestimmt ist oder ob das immer der selbe. Ja, das war selten dumm. Meine Räder sind gleich. Moment, kann ich reparieren? Ich soll nochmal reparieren. Ach, ich hab's gerade nochmal. Minus 15 Omnigel. Nicht, dass ich gleich irgendwie scheiße auf das Rad aufkomme und bin dann wieder tot. Wie heißt das Ding eigentlich? Heißt das wirklich M? M35, okay. Für Marco. Na ja, gut. Weiß nicht, warum die alle so Legend of Korra-Fans sind und das Marco nennen müssen. Ich meine, Marco war schon ein geiler Charakter. Schon wieder mein Rad. Ich brauche unbedingt stabilere Achsen. Ja. Wäre cool, kann man das Ding upgraden? Das wäre geil. So Achsen-Upgrade. Ja, die Achsen brechen jetzt nicht mehr. Na, komm, komm, komm. Ich wünschte, ich könnte aufhören zu brechen, wenn ich Lene Fischer höre. Ja. So ein Brech-Upgrade.
Das wäre schon was. Das wäre was. Na gut, ich meine, nicht, dass ich das. Also, es wäre von Vorteil, wenn mein Vater sowas halt gerne hört. Und ich halt so gar nicht. Und nein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist einfach nicht dein fucking Ernst. Wie ich hier andauernd runterfalle, ey. Na. Wenn man blind nach der Karte fährt und nicht mehr guckt, ja. Schaut nie auf euer Navi. Lasst euch vom Navi sagen, wo ihr lang müsst, ja, aber guckt nie so direkt drauf, sonst passiert nämlich genau sowas. Genau sowas. Flups. Dann bin ich mal gespannt. Na gut, ich weiß ja eigentlich schon, was es ist, ne? Also, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ich hätte euch eigentlich alles dazu holen können, wenn ich wieder an dem Punkt bin, wo ich eben war. Aber so retrospektive wäre das auch eine ganz gute Idee gewesen. Weil jetzt sind wir ja sowieso gleich wieder da, wo wir aufgehört hatten eben. Von daher ist das, glaube ich, komplett egal. Jetzt können wir da hin. So. Aber ich finde das cool, dass hier so Minen und sowas halt sind. Würde mal interessieren, ob ich in diese Mine schon rein kann und dann diesen Affen sehe. Und dieser Affe halt irgendwie einfach gar nichts kann. Oder gar nichts hat oder so. Und ich nicht merke, dass der das Modul hat. Ballern wir einfach mal so random hier rum. Man sieht, ne, wie weit gerendert wird. Da vorne ist Schluss. Da hinten, das ist auch irgendwie nur so eine Teil von der Skybox. Finde ich aber cool. Oder das ist sogar noch echt. Kann sogar noch echt sein. Weil ab und zu rendert man dann auch einfach keine Geometrie mit rein. Sondern pappt da einfach echt nur so ein Bild hin, weil Spieler da sowieso nicht hinkommen. Und das spart halt Grafikleistung, wenn man einfach ein vorgerendertes Bild hinklatscht. Das hat man beim N64 relativ häufig sogar gemacht. Wenn es eben um... Ja. This is the surveillance drone, but where's the data module? Ja. Oh, this will be fun. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das hat man beim N64 häufig gemacht, dass man einfach pre-rendered Bilder hingehangen hat, um zumindest so ein bisschen so ein Schein zu geben, dass es da weitergeht. Also häufig hat man das natürlich einfach gesehen, dass das echt nur billig aufgeklebte Texturen gewesen sind. Aber es sollte halt einfach nur den Anschein vermitteln, dass es eine größere Welt ist und dass insgesamt halt alles ein bisschen in Perspektive rücken. Von daher war das, glaube ich, eigentlich ganz schön. Heutzutage macht man das immer noch, aber ein bisschen anders auch. Ein bisschen anders. Also man merkt es, ein ganz, ganz prominentes Beispiel für sowas, wo es eben ein bisschen anders gemacht wird, ist meiner Ansicht nach WoW. Also es gibt ja sehr viele Videos von einigen Leuten, die eben aus verschiedenen Dungeon-Maps zum Beispiel ausbrechen. Und zwar ist das jemand, den ich unheimlich gerne auch mittlerweile gucke, aber auch echt nur diese Videos, weil mich das eben interessiert. Und das ist Heels vs. Babyface heißt er. Und der bricht halt häufiger mal aus Maps aus, so Dungeons-mäßig, guckt, was da außenrum noch so gerendert ist, beziehungsweise was in der Map noch drin ist, weil Blizzard macht es halt nicht so, dass sie vorgerenderte Texturen hinhauen, sondern, ich sag mal, die... Nein, nein, ich will da hoch! Oh Gott. Die schneiden halt dann einfach so ihre, ihren Dungeon, sag ich mal, einfach aus, so Copy-Paste-mäßig, und hauen dann halt einfach alles so an Umgebung drumrum, damit es halt anscheinend, als wäre man immer noch in der normalen Spielwelt, also als wäre der Dungeon irgendwo innerhalb der normalen Spielwelt, nein, ich sollte nicht so... Nein, nein, ich hätte schräg fahren sollen. Ich hätte schräg fahren sollen. Schräg fahren funktioniert häufiger. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Los, nein, nein. Oh. Komm, nur diesen Berg hoch. Ja, nein, nein, er schafft es nicht. Okay, dann muss ich wieder außen rum fahren. Na gut. Ja, und da ist halt extrem interessant, wie die das machen. Weil man hat zum Beispiel bei der normalen Spielwelt
wenn es trotzdem auch was ist, wo man eben nicht hinkommt, viel, viel Wasser außenrum, um den, um die Illusion eben zu erwecken, dass es sich um eine lebendige Welt handelt, die halt noch weitergeht, auch wenn man da eben nicht hin kann. Und in der normalen Spielwelt ist da halt extremst viel Wasser. Also soweit das Auge, sag ich mal, reicht, ne? Weit man eben halt gucken kann. Und in einem Dungeon, wo man halt höchstwahrscheinlich eh nicht hingucken kann, aber die Entwickler sich denken, okay, vielleicht unter irgendwelchen Umständen könnte das noch passieren, ist halt ein bisschen Wasser auch da. Was dann die Welt eben so ein bisschen begrenzt, ne, so meermäßig. Und da ist eben nicht so viel Wasser da. Da ist nur so ein, ich sag mal, nicht unbedingt wenig, aber genug, dass man mit heutigen Grafikleistungen auch so weit rendern kann, dass man eben sieht, wo es aufhört. Und sowas finde ich immer extremst interessant, weil man dann einfach mal sieht, wie Blizzard und so diesen ganzen Kram eben dann auch anlegen in ihren Serverstrukturen und so. Ups. Ich wollte die nicht überfahren, sorry. Jetzt bin ich Renegade. Mann, kann ich das jetzt hier irgendwie gucken? Nein, mein Paragon-Level ist runtergegangen. Ich bin Richtung Renegade. Nein! Ich bin aber kein Renegade. Also, bin Fan von Renegade, weil Renegade heißt, so wird der neue Tron genannt, ne? Der in Tron Uprising. Sehr, sehr geile Serie. Kann ich euch echt allen nur empfehlen, Tron Uprising. Wird euch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Oder ist was? Oh, hab ich den eben gesehen? Glaube nicht. Hoch. Denk doch mal mit. Komm, komm, komm. Yes. Doch, da habe ich dran gedacht. Omnigel. Die Onyx 3 nehmen wir mit. Omnigel. Oh, du mein Omnigel. Was tät ich nur ohne mein Omnigel? Weiß ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wofür es gut ist. Also außer jetzt für Reparaturen. Weil ich repariere gerne. Mein Panzer, in dem ich fliegen kann. So eigentlich schweben. Aber das ist egal. Ja, das ist ein improvisiertes Ständchen jetzt. Nur für euch. Ne, nur für euch. Cryo Containment. Oh, da ist das andere Ding. So. Die Striker. Nein. Die wollte ich mitnehmen, alle. Ich bräuchte irgendwann so eine Bank oder sowas. Oder ich hau einfach mal so ein bisschen was von dem Equipment nochmal auf meine anderen Jungs drauf und dann ja, ziehe ich halt das Omnigel aus den Sachen raus, die ich sowieso nicht mehr brauchen werde, höchstwahrscheinlich. Omnigel. Oh, du mein schönes Heimatland. Ich kann einfach mal Omnigel nehmen. Heavy Armor. Komm, die ist mir zu schwer. Omnigel minus 16. Dann können wir in der anderen Höhle war, glaube ich, sogar der richtige Affe drin. Okay, ich speichere jetzt sicher. Kann ich echt nicht speichern? That's the last of them. Jetzt kann ich speichern. Ich speichere jetzt einfach mal drüber. Und bin mal gespannt, was da jetzt läuft. Hi. He dropped the data module. It is a miracle the data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. Ja, hier hätte ich schon sehen können, dass da hinten rot ist. Na? Wow. Und da kommt einer. Okay. Moment. Ach, Garrus. Du Volltrottel. Wow. Nein, halt, stopp, stopp. Ach, Kacke. Ich bin zu lang. Nee. Komm, gerade mit der Steuerung nicht so ganz klar. Sorry!
Aber wenigstens sind wir diesmal direkt nebenan. Keine Ahnung, was ich hier andauernd falsch mache auch. Wo geht's denn raus? Geht's da raus? Ja. Ach so! Hä? Ich muss den Affen natürlich noch mitnehmen. Vergesst hier den Affen. Naja, gut. Sniper ist, glaube ich, für diese Affe. Oh! Dich habe ich gar nicht gesehen gehabt. Oder. He dropped the data module. It is a miracle the data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. Okay. Hinter dieser Kiste muss ich mich verstecken. Wow. Garrus, was machst denn du da, Junge? Wow, fuck it. Scheiße. Was macht denn der Garrus da die ganze Zeit? Der verreckt halt einfach nur. Er ist irgendwie voll unnötig. Das muss doch nicht sein, Garrus. Das muss doch nicht sein. Mann, oh. Okay. Nochmal hier das Ding mitnehmen. Ich glaube, diesmal machen wir es mal manuell. Und ich bereue direkt, das gesagt zu haben. Aber okay. Die Scimitar machen wir mal Omnigel draus und den Rest nehmen wir mit. Affe. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Dann speichere ich einfach nochmal drüber. Einfach so aus Prinzip. Il Principe. So, bin mal gespannt, ob ich es diesmal hinkriege. Das schmelzt aber gut, mein Bro. Langer, was kannst du eigentlich? Stell dich mal bitte da hinten hin, ey. Alter, geh doch mal bitte in Deckung! Digga, was geht denn? Sterb doch nicht, komm. Was hast denn du, Bro? Hast du nicht... Alter, irgendwas... Die sterben wie die Scheiße ausfliegen. Die halten keine 3 Minuten durch, die Jungs. Und ich habe hier nicht so wirklich das Verschanzen drin. Merometer, das müsste doch irgendwie möglich sein. Vielleicht stelle ich mich einfach nur gerade extrem dumm an. Wahrscheinlich stelle ich mich extrem dumm an. Ey, komm, das war getroffen. Leute, da hinten in die Ecke, bitte. Haltet mir die Jungs mal vom Leib. Ist nie. Nein, Alter. Nee, komm. Hallo, Recken. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann einfach nicht sein. Ich bin so glücklich, dass ich hier speichere. Was soll denn das? Also irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ich komme mit der Steuerung nicht mehr. Ich komme mit dem ganzen Spiel gerade nicht mehr klar. Ich sollte nie so lange Pausen machen mit den Aufnahmen. Ich sollte es einfach nicht übertreiben. Aber ich muss natürlich einiges im Vorfeld aufnehmen, weil anders geht's halt leider nicht. Hostile spotted. Wow. Langer, fang doch die Raketen nicht immer mit deinem Körper ab, du Idiot. Alter, was... Nee, komm. Die raus.
Du hast alles raus. Nein, hast du... Warum regst du denn nicht direkt... Hallo? Nein, komm... Alter! Okay. Es will mich einfach nicht das tun lassen, was ich will. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Ich sterbe halt fast instant. Bin ich underleveled? Habe ich falsch geskillt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Irgendwann kriege ich das auch hin. Ich muss meine Taktik mal ein bisschen ändern. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, bist du jetzt gerade ernsthaft durch meinen Schuss durchgelaufen? Du Vollspacken, ey. Ja, was? Ey, was ist denn das? Nein, das war einfach generell nichts. Ich muss das jetzt ein bisschen probieren. Ich hab da jetzt irgendwie so meine Phase jetzt. Das muss jetzt, muss doch irgendwie zu schaffen sein. Jungs, das geht doch so nicht. Komm, ihr habt mich doch getroffen, oder? Seriously? Nein, nein, an die Wand. Alter, was ist denn hier los? Was war denn das gerade, bitte? Mann. Okay, ich denke mal, ihr werdet jetzt gleich, also in der nächsten Episode quasi, eine sehr, sehr frustrierende Episode sehen. Und ich werde mich ein bisschen aufregen, aber hoffentlich werden wir dann am Ende diesen kleinen Part hier geschafft haben und stolzen Hauptes weiterschreiten in der Story. Von daher macht's gut, bis dann. Tschüss.